Hi, hier ist Resa und herzlich willkommen bei Resa TV. Heute ist mein Special Guest der Stefan, mein lieber Mitarbeiter. Und ich habe ihn eingeladen mit mir für eine kleine Talkrunde, weil ich ganz viele Nachrichten von euch bekomme oder von vielen Leuten, die an unserem Beruf total interessiert sind und auch fragen, Mensch Resa, wie machst du das? Oder sind ganz unsicher und sagen, ich mache eigentlich gerade eine Ausbildung im Büro und eigentlich ist es meine Riesenleidenschaft, Haare zu machen, Make-up zu machen, vielleicht auch Kosmetik zu machen, alles Mögliche im Beauty-Bereich, und mich erreichen wirklich lange Nachrichten, sehr emotionale Texte, weil es ganz oft der Fall ist, dass auch eben die Familie dagegen ist oder sagt, Mensch, werd doch kein Friseur, da verdienst du nichts. Und viele fragen mich dann auch, wie war das bei dir, als du ein junger Mensch warst, oder wie hat sich das alles so entwickelt mit der Zeit? Und ich nehme mir wirklich immer die Zeit, zurückzuschreiben oder auch Sprachnotizen, oder telefoniere auch manchmal mit den Followern, die mir da Nachrichten schicken. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass meine Familie auch total dagegen war. Und es war ein Riesenkampf. Und ich wollte deswegen auch einfach gerne mal Stefan fragen. Er ist schon seit 20 Jahren jetzt im Business und hat super, super viel Berufserfahrung. Und ich würde einfach gerne von dir mal wissen, wie es für dich war. Also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich schon immer ein sehr, sehr unterstützendes Familienhaus hatte. Man musste vielleicht bei mir noch dazu sagen, dass es halt als Mann auch nochmal ganz anders war. Ja. Auch vor 20 Jahren ist es halt nicht einfacher gewesen. Ja. Ich hatte schon vorher durch meine Sportinteressen, also ich habe getanzt und so, da hatte ich da schon sehr viel Toleranz auf jeden Fall. Mhm. Und als ich gesagt habe, dass ich Friseur werden möchte, hatten meine Eltern, haben mir auf jeden Fall nichts dagegen gesagt. Die haben halt einfach immer nur mir gesagt, egal was ich halt mache, mach's halt richtig. Super. Und engagier dich und gib halt Power rein. Weil ja, ich glaube, das ist halt auch ein ganz großer Schlüssel. Also wenn du halt was machen möchtest, dann mach's halt einfach auch richtig und nicht nur halb auf jeden richtig, Fall. Richtig. Mein Papa hat letztes Jahr auch mal ganz schön zu mir gesagt, weil ich war quasi die Einzige aus der Familie, die dann ohne Studium oder ohne irgendwie kaufmännischen Werdegang sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen und eine Friseurausbildung zu machen. Und er hat lange dagegen angekämpft. Ich komme auch aus einem kleinen Dorf und dann war es natürlich so, was ist da der Mindestlohn, was verdienen da Friseure? Und er hat immer gesagt, Mensch, Theresa, dann bist du vielleicht später immer auf irgendjemanden angewiesen, kannst dir vielleicht keine Auto und eine Wohnung gleichzeitig leisten, ne? Und ich habe immer gesagt, ich mache es trotzdem. Und letztes Jahr hatten wir einen Urlaub zusammen und da hat er gesagt, wenn ich ihm eine Sache quasi oder in einer Sache die Augen geöffnet habe, war es natürlich auch zu sehen, wie schön es ist, jemanden zu beobachten, wenn er was macht, was ihm wirklich Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste. Also ich denke, Geld verdienen hin oder her, aber das Allerwichtigste ist, dass man etwas macht, was einem wirklich richtig viel Spaß bereitet. Und da ist nur meine Botschaft auch an euch da draußen, wenn ihr euch für diesen Beruf oder diesen Werdegang in der Beauty-Branche interessiert, schreckt davon nicht zurück. Wichtig ist, dass ihr euch gut informiert und dass ihr auch Praktika macht in verschiedenen Bereichen, weil dieser Beruf ist so vielfältig. Bei uns ist es jetzt natürlich so, wir sind jetzt einen langen Weg gegangen bis hierher, aber wir haben hier den Salon. Wir machen trotz allem viel Shootings. Wir haben alle oder viele von uns hier im Team, wir sind 14 Leute, haben eine Make-up-Ausbildung auch im Vorfeld gemacht. Also haben quasi nochmal diese zweite Berufsausbildung als Visagist gemacht. Und somit werden wir auch viel als Freelancer draußen gebucht. Und wir haben die Möglichkeiten, bei Musikvideodrehs dabei zu sein und so weiter. Wichtig ist einfach, dass ihr euch einfach auch umschaut, ein bisschen reinschnuppert, weil viele schreiben mir natürlich auch, Nägel machen mir Spaß und Make-up macht mir Spaß und Kosmetik auch. Also überlegt, mit was ihr anfangt, weil ich will nicht sagen, dass man eine Sache machen muss und dann wie zum Beispiel eine Friseurausbildung und muss dann dabei bleiben, sondern man kann sich auch immer noch weiterentwickeln und daraus optimieren. Aber ich denke, dass das Wichtigste ist, dass ihr auch mit euren Eltern sprecht, mit eurer Familie. Und wenn die sehen, dass euch etwas richtig viel Spaß macht, dass das das A und O ist heutzutage, oder? Wie geht's dir dabei? Absolut. Also das hat sich, finde ich, aus meiner Sicht ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Also Bei uns damals war es halt so, dass immer gesagt wurde, stellt euch breit auf, ihr müsst halt alles können. Ja. Ich glaube, das hat sich halt stark verändert, auch wenn man halt generell Trendtendenzen sieht, jetzt nicht nur berufsmäßig, sondern halt auch irgendwie verschiedene Branchen, Restaurants und so weiter. Ja. Alles wird halt spezialisierter. Und ich glaube, das ist halt irgendwie ganz wichtig, dass wenn du dich halt dazu entscheidest, dass du einfach schaust, auf was habe ich halt besonders Lust, und dann spezialisiere ich mich darauf und werde halt auch besonders gut da drin. Ja. Und es ist dann halt auch
auch okay, wenn man halt einfach sagt, okay, das und das kann ich nicht, mache ich dann halt auch nicht. Und dafür konzentriere ich mich aber besonders auf das, was ich halt besonders gut kann, wie jetzt zum Beispiel Perücken machen oder Versace-Make-up oder halt irgendwie Nail-Artist, Lash-Artist, was auch immer, es ist vollkommen egal. Aber sei halt in dem, was du machst, richtig, richtig gut. Weil das ist das einzige wirkliche Alleinstellungsmerkmal, das wir jetzt so haben, dass wir halt wirklich uns spezialisieren auf das, was wir mögen und dass wir uns da abgrenzen können von der großen, breiten Masse. Denn total. Wir haben halt gerade in den letzten circa 10 Jahren durch diesen ganzen Geiz ist geil Mischmasch haben wir halt leider unsere eigene Branche sehr stark verwässert. Und es ist halt natürlich auch das, was du sagst mit den Löhnen, es ist halt leider alles ein bisschen bergunter gegangen. Ich finde, die Branche erholt sich gerade extrem. Ja, absolut. Aber nur wenn du halt wirklich extrem gut bist in dem, was du tust, kannst du halt auch wirklich die Stärke haben und auch sagen so, nein, ich verlange halt, nur so als Beispiel jetzt für meinen Haarschnitt, den Preis. Und ich finde, da ist nichts Schlimmes dabei. Ne? Also es ist halt einfach ein Kleidungsstück, was man halt jeden Tag trägt. Und so kann man das halt auch gut argumentieren, dass es halt wirklich eine bleibende Dienstleistung ist. Kunden geben für eine Leichtigkeit oder mit einer Leichtigkeit irgendwie 120 Euro für einen Top aus, was sie vielleicht nur einmal die Woche tragen. Wenn sie aber merken, dass halt das, was du tust, halt wirklich eine fundierte Basis hat, dass du wissen, oder sie merken, du weißt, wovon du sprichst, sind sie halt auch viel bereiter, was zu bezahlen. Und darüber hinaus kannst du dann halt natürlich auch für dich mehr Geld verdienen. Ne? Also das ist halt ein ganz großes Stigma, was wir einfach in der Branche haben, dass wir immer damit konfrontiert werden, Friseure verdienen wenig. Die große, breite Masse ja, vielleicht, weil sie sich aber so einfach dem Ganzen so hingeben. Leider Gottes. Also es gibt halt wahnsinnig viele Friseure, die ich halt in meinen ganzen Seminaren kennengelernt habe, die halt schon fast ein bisschen kapituliert haben, ne? Dass sie halt einfach in so einem riesen Betrieb arbeiten, wo sie halt vielleicht nur eine Personalnummer sind und auch gar nicht gefördert und gefordert werden. Da kann man natürlich sagen, okay, Chef, du bist halt blöd, weil du mich nicht auf ein Seminar schickst, aber eigentlich, ganz ehrlich, fängst du bei dir selber an. Also wenn du halt selber das gar nicht richtig einforderst oder halt einfach selber sagst, okay, scheiß drauf, ich spare jetzt halt mal 3 paar Monate und zahle mir selber so ein Seminar, das ist schon der erste Schritt. Also einfach deine eigene Einstellung zu deinem Job, zu dem, was du halt auch erreichen willst. Ja. Wichtig ist auch, denke ich, was man selbst, wie Stefan eben schon gesagt hat, auch daraus macht. Ich habe auch lange hier in Berlin in einem Unternehmen gearbeitet und mir wurden immer ganz viele Dinge versprochen. Und man bekommt natürlich einen ganz großen Frust dann auch, wenn man sagt, Mensch, mein Chef hat mir versprochen, ich darf nächstes Jahr auf dieses Seminar oder ich wollte unbedingt immer mich noch mehr weiterbilden in Extensions, Haarverlängerung, Haarverdichtung, mich noch weiter spezialisieren. Und es wurde mir versprochen und ich habe es irgendwann selbst in die Hand genommen. Und ich glaube, wenn man das auch macht, dann irgendwann kommt auch dieser Schritt, dass man sagt, Mensch, ich bin jetzt so weit gekommen und ich traue mir das auch zu und ich bin auch letztendlich auf niemanden angewiesen. Es gibt tolle Arbeitgeber, es gibt auch viele Salons, die zahlen super Gehälter. Ich denke, da gehören wir auch dazu. Aber ich sehe ja natürlich auch von meinem Team, die sind alle mega engagiert und die sagen auch von alleine, Mensch, ich gehe jetzt hier auf eine Weiterbildung oder ich gehe hier auf ein Seminar und das sollte ja auch ein Geben und Nehmen sein. Und ich bin auch gerne bereit, super viel zu investieren in mein Team, wenn ich halt auch merke, dass sie da Lust haben. Ich will ja auch niemanden dazu zwingen und sagen, du musst dich jetzt weiterbilden und du musst jetzt dies und eigentlich haben die aber nur Interesse an ihrem Freizeitleben. Das ist natürlich auch das, was dieser Beruf auch noch mit sich bringt, dass wir halt eben nicht diesen 9-to-5-Job haben, sondern es ist halt immer dieses stetige, gerade auch heutzutage in der Zeit von Social Media, immer mitwachsen und sich da aber auch nicht drin verlieren, sondern wie Stefan auch schon sagt, der Trend geht zur Nische. Spezialisier dich darauf, was du gut kannst und der Rest wird sich dann auch zeigen, weil ich denke, gute Qualität wird immer gesehen und auch gewertschätzt, das auf jeden Fall. Und ich kann euch nur sagen, traut euch, wir haben es auch gemacht, geht den Weg, schreibt uns bei Interesse, wir sind da gerne bereit, auch auf eure Fragen einzugehen. Oder ich habe jetzt vor kurzem auch, hat mir ein Mädchen geschrieben aus Hessen und ich konnte ihr dann einen Salon vermitteln, wo sie erstmal ein Praktika machen kann. Wir haben auch die Kontakte, wir haben das Netzwerk und von daher seid mutig und schnuppert auch in euren großen Traum oder in euer Hobby rein und dann mit Hilfe kann da ganz Großes draus werden. Ja, absolut. Also nur der es halt probiert, kann halt wirklich sagen, dass es funktioniert oder halt nicht. Ne? Genau. Also, einfach probieren. Mehr kann man da gar nicht sagen. Ja. Viel Spaß, traut euch, seid mutig und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Bis bald. Ciao. Macht's gut.